Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play of Life and Land. Wir sind aktuell dabei, unser Bevölkerungswachstum wieder etwas anzukurbeln. Wir haben doch in der letzten Folge ziemlich Federn gelassen, weil wir uns einfach nicht um die Bedürfnisse unserer Einwohner gekümmert haben, was dann sich doch als relativ fatal erweisen sollte. Ich werde jetzt gerade mal einen Platz suchen, wo ich gut einen Hof hinstellen kann. Hier hinten zum Beispiel. Ist jetzt nicht der allerbeste Platz, aber ich finde es ganz in Ordnung, sag ich mal. So, was möchte ich hier bezwecken? Ich möchte, dass dieser Hof hauptsächlich Gemüse anbaut. Deswegen werde ich jetzt ganz viele Gartenbeete erstellen. So, leider sehen wir hier noch nicht, was es genau dafür benötigt. So, der Bauernhof, der steht. Ihr dürft natürlich auch Gräser sammeln. So, vor zwei haben wir noch Platz. Da und Moment. Und da. So, dann holt mal ran das Gemüse. So, da einmal beschleunigen. Das werden wir auch verbessern. Lagerkapazität auch. Hier nochmal. Und gerne auch das Tempo. Wir brauchen mehr Gemüse. Das haben wir viel zu wenig bisher. Warte mal. Okay, die drei können weg, dafür können dann wiederum Bäume dahin. Ach, das ist die Weinkellerei. Wieso dachte ich denn hier? Da ist der Holzfäller. Aha, okay, gut. So, warum geht das nicht? Maximale Anzahl von Verbesserungen erreicht. Ach so. Ja, 5 von 5, das habe ich übersehen. Na gut. Dann ist das nun mal so. Ach, guck mal, jetzt haben wir richtig schön viel haltbares Fleisch. Das ist ja ein Träumchen. Dann kann der nächste Winter ja tatsächlich mal kommen, ausnahmsweise mal. Und wir sind sogar darauf vorbereitet. Ich werde bekloppt. Wo produziere ich denn noch meine Eisenwerkzeuge? War das hier? Ja. Und hier arbeitet niemand, was schlecht ist, weil so wird kein Eisen produziert. Keine Eisenwerkzeuge vor allem. Die ich ja vielleicht mal hier und da einsetzen könnte. Hm. Ja, guck, das sieht doch mal aus, als hätten wir jetzt wieder einen richtig guten Vorrat am Mampf. Und guck mal, wie viele Früchte wir hier haben. Das ist fein. Finde ich super. Und ich denke mal, diesen Winter werden wir deutlich besser über die Runden kommen. Sehe ich das richtig, dass sie sogar noch im Winter was erntet? Oder? Tatsache. Crazy. Dass er eine Langeweile hat, beziehungsweise arbeitslos ist, das konnte ich mir jetzt ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen. Aber nun gut. So langsam kommen wir hier hoffentlich wieder in Schwung. Oh, aus Milchprodukt macht Milchprodukt. Das ist ja toll. Und aus Pilz macht Pilz. Kommt für 5 Äste. Effizienz erhöhen wir mal. Dann kriegen wir auch mal ein bisschen mehr Mampf hier zusammen. Möchte man meinen.
Na, guck mal, du hast hier auch alles gelagert. Sehr schön. So, und schon ist der Winter wieder vorbei. So, irgendwie haben wir jetzt sehr wenig Kinder, aber obwohl wir 40 Kinder hatten, sind nur 3 Erwachsene nachgekommen. Und das, obwohl hier auch niemand gestorben ist. Das verstehe ich gerade nicht ganz, aber naja, es ist jetzt halt so. Wer stirbt jetzt hier dauernd? Das Gebirge und die Küste. Das ist doch jetzt... Warum fängt jetzt da mit dem Sterben an? Das finde ich nicht gut. So, hier haben wir deutlich weniger Mampf. Wartet mal. Ah, hier haben wir noch keine Verbesserung, was die Lagerkapazitäten angeht. Sollten wir mal in Angriff nehmen. Weil es hier eigentlich relativ solide ist mit der Verteilung. Wir haben nur noch genug Wohnraum. Nicht so viele Kinder, dass da jetzt irgendwie ein Engpass kommt. Finde ich erstmal gut. Oh, hier hingegen haben wir sehr wenig Wohnraum. Und sehr wenig Mampf. Warum haben wir hier einen Bauernhof, der kaum irgendwas in der Nähe hat? So, ist schon mal etwas besser. Brauchen wir natürlich nur noch Larrys, die die Felder hier aufbauen. So, immerhin Wurzeln. Es fehlt hier, warte mal, es fehlt hier immer noch die Abortgrube. Aber ihr habt doch hier ein bisschen Stuhl. Müsste nur mal was rüberholen, ne? Könnte helfen. Denn wenn es für euch holt, dann könnt es auch verwenden. Breaking News. Ach, guck mal, da unten ist sogar noch was. Na komm, dann nehmen wir auch mal etwas Weizen hier. Ein ganz kleines bisschen Weizen mit rein. Hm, wo ist Holz aber jetzt? Wir haben jetzt von allem nicht sonderlich viel. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Hier mal für etwas mehr Tragekapazität. Da könnt ihr auch besser sammeln. So, ein paar Verbesserungen an und gib ihm. Wie sieht es im Gebirge aus? Ja, soweit so gut. Scheint es hier erschreckend gut zu gehen. Fast schon zu gut. Und wir gucken mal, was jetzt die Bevölkerung hier macht. Ja, die Kinder werden weniger, aber irgendwie kommt nur immer ein Erwachsener nach. So, jetzt wieder ein Kind weniger, kein Erwachsener, der nachkommt. Und ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass es so zeitgleich geht, dass ein Erwachsener nach, also ein Kind zum Erwachsenen wird und dann automatisch ein Erwachsener stirbt oder so. Und da wir auch keine Benachrichtigung darüber kriegen, dass wir irgendwie einen Weggang haben, also dass jemand unser wunderschönes Städtchen verlassen hat. Weiß ich gerade nicht, wo das Problem ist, aber ihr seht, mampftechnisch hat das hier super geholfen. Dass wir die Farm mal ein bisschen in den Fokus genommen haben. Und jetzt kann die Bevölkerung auch wachsen. Also ich hoffe zumindest, dass sie wächst. Wir gehen mal wieder überall auf 10 Stunden runter. Und hier auf 0, dass man einen Tag frei hat. So, das war hier so ein Bedürfnis, ne? Gute Zeit. Ja, guck. Haben wir den bald auf Stufe 6. So weit, so gut. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier inzwischen Tiere?
Nee, nicht wirklich. No, 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 no. Aber ich glaube, hier arbeitet auch noch nicht wirklich jemand. Nee, komm, wir lassen mal überall zwei Larrys arbeiten. Damit wir irgendwie mal in die Puschen kommen und vielleicht mal hier ein bisschen mehr Tiere haben. Oder überhaupt Tiere. Guck mal, zack, die erste Katze haben wir. Yay! Zweite Katze. Yay! Das mit den Katzen klappt schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch Kühe, Feldhasen und Rothirsche. Hier haben wir schon Kühe, da könnten wir noch eine abgeben. Wow, wir haben Stufe 7 erreicht. Leute, wir haben Stufe 7 erreicht. Und ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass wir das hinkriegen. Leute, wie geil ist das denn? Jetzt können wir ein großes Badehaus und unsere Kathedrale bauen. Was ist denn der höchste Punkt, den wir haben, damit wir ganz nah bei Gott sind? Nicht, dass ich an einen glaube, ehrlicherweise, aber... So, machen wir hier hin. Ich hoffe, bin jetzt damit niemand auf den Schlips getreten, aber ich bin halt kein gläubiger Mensch. Das ist einfach so. So, und dann machen wir hier oben auch ein göttliches Badehaus hin. Direkt nebenan. Na, wobei, nee, nicht direkt nebenan. Wo möchte ich es hinhaben? Es soll auch ein schöner Ort sein, aber nicht der Ort. Ach, machen wir es hier. Dann kann man schon hier aufs Tal so ein bisschen runter gucken. Leute, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, aber wir werden tatsächlich eine Kathedrale bauen. 198 Möbel, alter Verwalter. Das wird dauern. Das wird so richtig, richtig lange dauern. Und auch diese Unmengen an... Alter. Crazy. Ja, kann sich nur noch um 17 Folgen handeln. Geschätzt. Nein, ich habe keine Ahnung, wie lange es brauchen wird. Immerhin die hochwertige Kleidung haben wir hier jetzt schon voll. Das finde ich super. Wo geht jetzt das Sterben los? Gebirge. Ist mir gerade egal. Ich will das hier fertig haben. Wir teilen sogar jemanden fix ein. Katharina wird sich darum kümmern. So, Handel, wartet mal. So, wir werden das anfordern. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Diesen Artikel intern anfordern. Verkauf wird nichts, aber... Hä? Achso, warte mal, so rum. Zack. Intern bis 100 anfordern. Das gleiche hierfür. Verkauf wird... Ne, Moment, so rum. Verkauf wird nichts. Wird intern angefordert. Angefordert. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch was? Bronzeteile und Tonwaren. So, und Tonwaren. Zack. Zack. Wo ist jetzt hier da jemand? Gebirge. Wie gesagt, ich pfeife da jetzt drauf. Wir kümmern uns jetzt nur noch um diese Kathedrale. Wie sieht's hier aus? Haben wir inzwischen Tiere? Ja, wir haben Kühe. Wir haben Katzen, Rothirsche. Fehlen nur noch Feldhasen. Jetzt muss ich doch mal kurz eben beim Gebirge schauen. Oh, viel weggestorben, aber ihr haltet euch noch einigermaßen wacker, finde ich gut. Ja, ihr kriegt das schon hin. Mal, wartet mal ganz kurz, ich schicke vielleicht mal ein bisschen Mampf rüber. So, Gebirge, weil ich glaube, Essen ist das Problem.
dir auch nochmal hier 200. Hier 300. Und 200 Brot. Zack. So, dann macht das mal parat. So, ich glaube, jetzt dürftet ihr das Essen bekommen haben. Ja, das Fleisch sehe ich hier zumindest. Ja, ihr kriegt das schon hin, ne? Hoffe ich zumindest mal. Ihr schafft das. Also zumindest das mit den, ja guck mal, Bronzeteile kommen noch ganz gut. Warte mal, wo haben wir denn? Da werden die Eisenwerkzeuge hergestellt, die Bronzeteile, wo machen wir die denn? Da, sehr gut. Zinn, wo kriegen wir denn nochmal Zinn her? Das haben wir glaube ich nicht hier, oder? Hatten wir hier Blei oder Zinn? Guck mal, ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. Ne, hier haben wir tatsächlich Zinn. Sehr gut. Dann wird da ja nach und nach ein Schuh draus. Guck mal, nur noch 100 Tonwaren und 500 haben wir schon geliefert. Herrlich. Es geht ja fast einigermaßen klar. Gut, die Arbeitskraft, die da gefordert wird, da wird schon 20% von. Ja, finde ich solide. Aber die Möbel, das wird unsere Baustelle Nummer Uno. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Förster. Würde ich mal hier oben einen Forst errichten. So, und ganz viele ja, machen wir mal Laubbäume. Das wäre natürlich ganz pfiffig, das auf dem Weg zu platzieren. War ich jetzt ein bisschen trigger happy. Moment, nicht der Förster. Ach, das ist der Förster. Ja gut, okay, dann lassen wir das erst einmal so. So, was macht unsere Kathedrale? Wächst und gedeiht und es fehlen lediglich die Möbel. Ist jetzt mal die gleiche Prio wie alle anderen. Aber du, lieber Förster, kriegst ein bisschen mehr Prio. Denn dann kommen wir auch schneller an weitere Bretter. Und somit schneller an weitere Möbel und somit schneller an unsere Kathedrale. Was ja unser erklärtes Ziel ist. Guck mal, wir sind schon wieder auf 171 und wir haben wieder ein bisschen was an Nachwuchs dazu gekriegt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.